Boots wären so ein Scheiß, ey. So ein Herzschaden gekriegt, ja egal. Weil du ja direkt bei mir wieder in der Dingsens warst. In der Basis. Ja. Hört man das eigentlich doll, dass ich verschnupft bin? Jo. Ja. Aber man versteht dich noch, das ist das Wichtigste. Ja. Licht, Kamera, Action. Badaus. Okay, in Höhlen sind die Shader wohl ab und zu immer noch etwas verbuggt. Ja, Sonnenlicht in den Höhlen. Ne, ich weiß nicht, das, also jetzt bei dem Shader, den ich gerade habe, schon, aber ich glaube bei dem anderen nicht, nehmen wir mal wieder. Da war das, glaube ich, nicht so. Ja, also jetzt, wenn ich den Zeus-Shader, den Zeus, keine Ahnung, den Sonic Ezra nehme, dann geht das. Aber ich habe da gerade diesen Sasuke oder Sasuke oder wie der heißt, keine Ahnung, genau. Boah, fast in Lava. Weil der Sasuke ist irgendwie noch cooler, weil der so eine Tiefenschärfe mit drin hat, das ist voll geil. Und Motion Blur. Alter, ist ja scheiß viel alles mögliche. Krass, ich hab. Aber ich glaube, Vanilla Minecraft könnte ich locker aufnehmen. Ja. Also jetzt ohne Texture Pack meinst du oder was? Doch, mit, also Vanilla Minecraft, also ist ja Minecraft ohne Mods. Ja. Ja, gut. Mehr oder weniger. Auf jeden Fall kein Feed. The Beast. Ja, keine Extrem-Mods. Weil ich würde mein Minecraft auch noch fast als Vanilla bezeichnen, obwohl ich halt... Ja, Inventory Tweaks und Shader sind und sowas ist ja kein... Ja. Sind ja keine Dings, ist ja nichts Dolles. Ja. Das Einzige, was vielleicht da nicht mehr so ganz reinpasst, wäre vielleicht die Timber-Mod, aber egal. Oh, das ist grenzt an Cheating, aber finde ich auch nicht so schlimm. Ja. Ja. Okay, ich habe hier auch so eine Mine gefunden. Bist du zu Hause? Ich sag, ich hab hier gerade so eine Mine gefunden. Bist du zu Hause? Nein, will ich nicht. Ich baue gerade ein Haus. Sonst hättest du mich porten können, weil ich habe viele gute Sachen und jetzt sehr viel Lava. Ja, ansonsten kann ich ja jetzt hier für den Server vielleicht mit dem Safe Inventory anmachen. Game Rule. Was gab's für Game Rules? Keep Inventory. Game Rule. Keep Inventory True. Gut. So, also jetzt haben wir bald mal unser Inventar, wenn wir sterben. Gut, dann sprich mal mit Lava. Ah ja, stimmt, du hast ja schon dein Häuschen da, ne? Wo ist die Scheißspinne, Alter? Fick dich. Es ist schon Tag. Da haben wir auch Lava. Mann, mir fehlt. Wo bin ich denn gespawnt? Ja, anscheinend hat dein Spawn noch nicht geklappt. Du bist wahrscheinlich direkt am Anfang in so einem kleinen Wald. Jo. Ja. Da bist du ein bisschen weiter weg. Oh, komm. Oh, ich hab die Wüste schon mal gefunden. Ja, nee, das ist eine andere Wüste. Du musst in die andere Richtung laufen. Du musst durch den Dschungel, also du musst in die andere Richtung. Ja, ja. So ist das. Ja, ja. So ist das schon. Hm. Das ist Wasser. Ach, ich will wieder den anderen Shader. Auch wenn er ein bisschen buggt. Das ist Wasser. Okay, hier war ich schon mal. Ja, ganz am Anfang, als ich dich erstmal auf die Welt geholt habe, schätze ich. Nee, als ich dich zur Welt gebracht habe. Bin ich lang gelaufen. Krass, so weit weg warst du schon, heftig. Ja. Ah, scheiß Spinnennetz, Alter. Ficken. So. Was für ein Haus brauche ich mir? Entschuldigung. Naja, alles gut, alles easy. Schöne Gegend hier. So. Ah, oh, Mann. Also Jan, du könntest dann vielleicht dann irgendwie schon ein bisschen Zeugs für deine Häuschen sammeln gehen oder so. Weißt du, dass ich nie irgendwelche Rohstoffe da hab? Oh. Jo, so. Läuft. Läuft, Alter. Läuft, läuft, läuft. Also Juli, du kannst jetzt ruhig sterben, dann bist du. Na, du kannst jetzt ruhig im Sterben gehen. Dann bist du immer aus der Höhle raus und hast dein Inventar noch, aber. Ich bin gar nicht mehr auf der Höhle, ich bin auf dem Baum. Ich habe in der Wüste ein kleines Städtchen gefunden. Sehr schön. Da ist mir gerade ein Baumhaus. Ein Wüstendorf habe ich gefunden. Cool. Ist jetzt die Frage, ob ich da schon war oder nicht. Was gut sein könnte, ich habe auch schon ein paar gefunden. Die Felder sind geplündert auf jeden Fall. Na, dann war ich definitiv. Nee, ich war das nicht, natürlich nicht.
Ich käme denn auf die Idee, dass auf den Gedanken, dass sie sowas machen. Nicht. Auch kein Bösewicht. Frage. Aber hier sind ganz viel Sandstone, die kann ich für mein Haus benutzen. Kannst du machen. Obwohl, Sand habe ich auch noch ein bisschen zu Hause. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich noch habe. Hier sind aber noch diese Villager, diese... Ja. Liegen. Alter, was will der denn? Alter, 7 Smaragd für eine Diamantschaufel will der haben. Voll der Wucher. Jo. Was wollen die eigentlich immer mit... Was wollen die eigentlich immer mit diesen ganzen Smaragden? Haben. Einfach haben. Ja. Ja, irgendwie hat das mit der Währung-Umsetzung nicht so ganz geklappt, finde ich zumindest. Oh, eine Truhe. Ja. Mit Brot, mit Redstone, mit... Ich nehme ganz oft auch Smaragd einfach nicht mit, wenn man das so kaum braucht. Ne, ich würde das schon mitnehmen, weil ich gern ein paar grüne Blöcke hatte, aber ich habe bisher nur einmal Smaragd gefunden, einen einzigen. Voll bescheuert. Okay. Deshalb finde ich das ja komisch an meiner Welt. Ich ja auch bei, als wir Divine RPG angetestet haben, gesagt, dass ich da verwundert war, dass ich da so viel gefunden habe. So. Ja. Oh, hey Zombie, du siehst ja voll bekifft aus. Ein anderes Texture Pack, mir ist langweilig. Ja, mach das. Das Redcraft Default Realism, das ist cool. Ja, kenne ich nicht. Oh nein, das sind Giftspinner, will ich nicht hin. Ne, da will ich nicht hin. Ne. Ups, jetzt habe ich mein Vollbild beendet. Oh nein. Das gibt böses Feng Shui. Das ist nicht gut für dein Karma. Ja, das, dafür ist doch nie was gut. Ja, echt. Boah, jetzt sind die auch in der scheiß Spinne, jetzt die fallen. Kack hier. Bullshit. Ich will nur nach Hause. Ich will auch nach Hause. Naja, ich habe ja einen Waypoint, der noch ungefähr in der Richtung ist. Werde ich mich erstmal gleich irgendwo hochbuddeln. Hier ist aber so ein mega geiler Dschungel, ey. Ja, wenn da ein Tempel ist, dann war ich da schon. Das ist wahrscheinlich, weil er nicht allzu weit weg ist. Ich hasse es aber, durch den Dschungel zu laufen. Weil, durch den Dschungel bist du schon mal die richtige Richtung. Nach dem Dschungel bist du entweder ein Eisbiom oder eine Wüste, komm, eins von beiden. Dann bist du auf jeden Fall in jedem Fall richtig, egal welchen Dschungel du genommen hast. Ja, ich bin im Wasser. Okay. Geh ich mal durch den Dschungel. Wir haben gerade ein Haus. Hier unten denn. Verdammt, ich kann mich nicht nach oben buddeln, weil ich nichts sehe. Ich habe keine Fackel mehr. Ich war den Geheimeingang zu einer Höhle gefunden. Ich nehme jetzt eine Fackel mit. Sag einfach mal, dass es ein Geheimeingang war. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Ja. Wie langsam man hochschwimmt. Da ertrinkt man noch bei. Ah, voll crazy. Man kann noch so einen coolen Fahrstuhl bauen mit einem Boot und einem Wasserfall. Geht das immer noch? Ich weiß nicht, ich hab früher mal so eine Pistenaufzüge gebaut. Aber seitdem jetzt halt die Minecraft-Welt auch alleine als Server dienen kann, gibt es ja auch diese kleinen Mini-Lags. Seitdem gehen die nicht mehr. Echt? Ja. Weil auf Server haben die auch nicht geklappt, weil die immer diese Mini-Lags bis dann irgendwann zwischendrin stecken blieben. Ist doch voll scheiße, ey. Freust dich jetzt endlich mal so einen schönen Pisten aufzufassen, dann zack, geht er nicht mehr. Voll unfair. Naja, chill, ich. LW, komm. Langeweile schlägt doch gleich zu, ich bin doch schon auf dem Weg nach Hause. Oh, da kommt Wasser rein, gut. Ich bin wirklich so gut wie da. Wenn ich so irgendwas sehe, ich buddel hier irgendwas weg, aber was weiß ich auch nicht. Wo bin ich denn? Ah, ich bin im Sumpf, gut. Tatsache nicht so weit weg. Oh, toll, direkt in dem Sumpf. Oh, jetzt krieg ich nochmal hier kurz in die Höhle rein. Ah, da sind ein paar Fackeln, da war ich wohl schon mal kurz. Wo bist du? Oh, ein Slime. Dich mache ich dort. Die kann ich nämlich jetzt gerade nicht ertrinken lassen. Hab ich einen Dungeon? Ja, alles meins. Oh, Level 10 bin ich. Slimeballs habe ich in 7, sehr gut. Ich bin Level 1. Level 9. Du sollst ja auch farmen gehen, Julio. Ich meine, ich habe jetzt die ganze Kohle, ich jetzt also fast 36 als Blöcke. Aber meine Glücksspitzhacke ist fast kaputt, da kriege ich nur so viel raus. Ah, da bist du doch, Julio. Bist du ja. Bist du ja noch voll in der Nähe von meinem Haus? Hä? Naja, die 300 Meterchen.
Folge mir. Alter, jetzt sind, hier ist es grau. Warum ist... Bist du in einem Pilzbiom? Nein. Entweder ist mein Texture Pack gerade am Buggen, weil ich komme aus dem Dschungel. Hier ist grau. Ich mach mal einen Screenshot. Grau. Ach geil, das Zeugs will ich haben. Das ist mein Clay. Alles meins. Erstmal ein Screenshot gemacht. Sehr schön. Aber ich bin durch den Dschungel und da ist ein Eisbiom. Aber du kannst mich ja eh gleich porten. Kannst mich jetzt schon porten. Ja. Sehr voll nice. Ah, ich bin so froh, dass die Tabulator-Funktion mit den Namen funktioniert. Ja, echt. Vor allem bei Julius, ja, mit den ganzen Zahlen, ey. Ja, mein rechter Name war schon weg. Ja, warum benennt man sich dann so? Das sieht doch nicht schön aus. Ja, die kurzen Zahlen waren schon alle weg. Ja, dann, Hätte einfach 1337 genommen, das geht immer. Dann nimm doch einfach Julio, was weiß ich, Nator oder so. Julio Nator. Oh mein Gott. Tja. Mein Name entspricht genau dem zu dem Zeitpunkt vorliegenden Gemütszustand. Ich hab's mir einfach gemacht. Ich hab mir einfach durch deinen Dings durchge... Du kannst meine Mauer nicht zerstören, du darfst meine Mauer nicht zerstören. Ey. Geh. Ah. So. Wollen ich noch extra? Meine Mauer. Kann ich jetzt rein? Ja, vorne ist ein Tor. Wenn du einmal rumläufst, irgendwann findest du es schon. Ich bin jetzt in den Mauern. Warum mache ich mir das eigentlich so schwer? Oh, Kaktus. Oh, jetzt regnet sie auch noch. Scheiße, Zombie. Wow! Fick dich. Vom Creeper zum Feind, verdammt. Scheiße, kannst du mich nochmal porten? Ja, der hat mich hochgeschleudert und dann hatte ich noch ein halbes Herz und dann bin ich runtergefallen und ja. Ich werde verfolgt von zwei Zombies. Warte, jetzt muss ich auch noch. Oh. Slashback geht bei dir nicht, voll dumm. Außer den anderen Spiel, du hast ja keine Rechte hier. Ach. Wo sind hier? Wo ist der Eingang? Hau rein. Lauf einfach eine Runde rum, das wirst du schon finden. Ich hab gerade deine erste Höhle gefunden. Ah, wenn die Zombies kommen. Alter, was machen die scheiß Schafe hier draußen? Oh, das Schaf hat aber Glück. Wenn Schafe aus meinem Gehege draußen sind, müssen wir sterben. Alter, das leckt voll. Ja, bei mir nicht. Bei mir nicht. Am Regen. So, bei ich dir. Ich kann nicht durch die Tür, die schließt sich immer. Welche Tür? Ach so. Ja, du musst nicht durchtauchen, du kannst musst du mich rechts jetzt porten? Herum. Ja. Julia, du musst ums Haus herum, rechts rum. Eine Runde oder links rum, ist egal. Scheiße, Zombie. Mach eben deine Mauer wieder zu an der Stelle, wenn ich die finde. Boah, hast du nicht gleich gemacht, du bist so ein... Na. Ja, weil der Creeper mich tot... Ja, weil hat. Nee, so... Nö. Zombie. Muss ich hier... Oh, mein Haus hier, mein wunderschönes, sleeves Haus. Scheiße, ja, verletzt. Abgelegt, den ich nicht brauchte, das war das hier. Sonst sortiere ich jetzt erstmal. Ach ja, ich. Ich geb dir jetzt erstmal. Komm rein. Hier, wir haben Besuch. Ich brauche Hilfe. Ach so, cool. Jetzt habe ich einen kleinen Freund. Zombies. Ja, sperr den mal ein. So, Tür zu. Lass mich. Sport ich bin nicht schon wieder. Ich werde verfolgt von sechs Zombies. Ey! Hey. Ich hab doch die Tür zu ihm gemacht. Ist ja noch geil. Der Zombie ist gerade gestorben, weil ich auf meiner Rüstung Dornen drauf hab. Ach komm. Sechs Zombies. Ich wollte ihn nicht töten. Ich schon. Creeper, Stimme. Von wo ist deine Rüstung Freund. Hin? Weiß ich nicht. Da. Aua, ja, kein Wunder, dass du schnell stirbst, ey. Warum? Wo ist deine Rüstung hin? Ne, meine ist noch hauptsächlich kaputt, ja. Warte, hier, erstmal die Bücher. Da. Ja, pack erstmal alles, was du nicht brauchst, in eine Kiste. Ich baue mir erstmal eine Diamantrüstung. Ich brauche Hilfe. Mann, was machst du denn schon wieder für Sachen, ey? Den Nähteil erkunden. Ja, wenn ich von sechs Zombies verfolge.